Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins, wo wir immer noch in Redcliff Castle sind, das heißt im Schloss von Redcliff. Wir haben erfolgreich Al-Eamon von seiner bösen Krankheit geheilt. Er wurde ja vergiftet, er war gar nicht krank. Und müssen nun, da wir auch alle anderen Verbündeten hinter uns geschart haben, mit ihm nach Denerim reisen. Also unsere alle anderen Verbündeten bedeutet, wir haben die Unterstützung der Zwerge, wir haben die Unterstützung der Elfen und wir haben die Unterstützung der Magier, des Zirkels. Das heißt, uns bleibt nur noch mit dem Aal nach Denerim zu ziehen, um das Landting vorzubereiten, um auch den Adel vor Reldens hinter uns zu scharen. Und ich glaube, das wird nicht so einfach. Wenn ihr soweit seid, brechen wir Richtung Denerim auf. Ja, wir gehen sofort nach Denerim. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Möge der Erbauer über uns wachen, ist, glaube ich, ganz angepasst, denn ich habe so ein bisschen Angst vor dem Adel Ferelden's. Gegen Monster kämpfen ist kein Problem. Diplomatie mag ich eigentlich ganz gerne, aber ist nicht unbedingt das Leichteste. Da muss man aufpassen, was man sagt, um nicht eventuell irgendwelche Leute gegen sich zu richten. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landting war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da ist Logan auch schon der Verräter. Er führt die Armeen des Landes an und er hat recht, wenn er sagt, dass Ferelden eine starke Königin hat. Das Problem an dieser Königin ist nur, ihr Vater ist ein Wahnsinniger und ich glaube, sie ist einfach nur eine Marionette für ihn. So wie, und davor habe ich ein bisschen Angst, wenn wir Alistair auf den Thron setzen würden, so wie Alistair eben nur eine Marionette für Al-Eamon wäre. Und ich weiß nicht, ob das was Negatives oder was Positives wäre. Der Thron gebührt Merricks einzigem lebenden Sohn. Ich sag mal das, um ihn gleich mal außer Gefecht zu setzen. Weil angesichts von Osaka brauchen wir möglich einen besseren General. Da könnte sagen, ah, die grauen Wächter waren daran schuld. Die haben das zu verantworten, dass unser König gefallen ist. Sie haben uns verraten. Wenn der Nora herrscht, möge sie für sich selbst sprechen. Die Königin hat nicht Zeit, sich mit so etwas zu beschäftigen. Der Thron gebührt Merricks einzig lebendem Sohn. Ah, der Rekrut der grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Er lenkt vom Thema ab, er will uns aus der Reserve locken. Ich will eure Verbrechen bei Ostara vergünden. Ich nehme von Deserteuren Kriegsmördern kein Beileid entgegen. Genug jetzt, wann beginnt das Landting? Er hat unsere Aussage vollkommen ignoriert und ist direkt dahin gegangen, wo es wehtut oder wehtun soll. Er ist nicht so doof, oder es ist einfach nur schlechtes Schreiben von den Autoren. Mal sehen. Ich glaube, wir sagen mal, ich nehme von Deserteuren und Kriegsmördern kein Beileid entgegen. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats. Ganz gleich, wer sie äußert. Es ist eine Norris-Stadt. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon.
Erkennt ihr Randon Howe nicht? Aal von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Aal von Denerim. Der Regent ist großzügig zu jedem, der sich als loyal erweist. So loyal, dass er Assassinen auf uns hetzt. Und so loyal, dass er Taryn Cousland ermorden lassen hat, um sich selbst High Ever zu sichern. So loyal ist er. Das ist die Vorgeschichte des adligen Menschen, um da mal vorwegzugreifen. Aal Howe ist ein Verräter und ermordet die ganze Cousland-Familie. Und mich beschleicht wirklich immer mehr das Gefühl, dass wir hätten als menschlicher Adliger spielen sollen. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir sind ein Magier. Naja, müssen wir mit leben. Wann beginnt das Landting? Es scheint sich dieser Tage zu lohnen, ein Stiefel lecker zu sein. Das sind ziemlich viele Titel für einen einzelnen Mann. Ja, erst Aal von Amaranthine, Taryn von High Ever und... Was war da noch? Aal von Denerim? Ja, das sind ziemlich viele Titel für einen einzelnen Mann. Schweigt, Flegel. Höhergestellte unterhalten sich. Halt die Klappe. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden nehmen. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Das ist genau das, was er selber macht. Ihr seid es, der Ferelden gespalten hat durch sein selbstsüchtiges Verlangen auf den Thron. Welches Vergehen? Ich habe die grauen Wächtern zu Verbrechern erklärt. Welches Vorgehen? Genau, welches Vorgehen gegen den Knobot? Alles, was er gemacht hat, war die grauen Wächter zu Verbrechern erklären und zu sagen, ich bin jetzt auf dem Thron quasi. Wenn ihr das Land recht, wirklich retten wollt, kämpft mit uns. Ihr habt die grauen Wächter zu Verbrechern erklärt. Sag einfach mal das, auch wenn ich weiß, dass es vollkommener Unsinn ist, sowas zu sagen, weil er ja eben die grauen Wächter zu Verbrechern erklärt hat. Kaelin vertraute auf die Stärke der grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharren-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Der Kaiser von Orle dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Dann tu auch alles für dein Heimatland und gib den Wahnsinn auf. Warum tut er, was er tut? Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Das ist ein sehr seltsamer Mann. Warum tut er, was er tut? Er klingt wie ein... Oh Mann, ich muss was trinken. Man hört es vielleicht. Warum tut er, was er tut? Er klingt eigentlich wie ein Mann von Ehre. Und er sagt ja selber, er würde für sein Land alles tun. Das weiß nur der Erbauer. Vielleicht ist er wahnsinnig. Ich dachte, eher fliegen Schweine, bevor Logan McTeer sich gegen unseren König stellt. So, tut mir leid, ich war ganz kurz was trinken. Ich habe gedacht, der redet etwas länger. Was machen wir denn jetzt? Kennt ihr Logan schon lange? Er muss ja eigentlich. Eine sinnlose Frage, die wir trotzdem stellen werden. Als meine Schwester König Marek heiratete, war er noch im Exil. Er und Logan waren damals untrennbar. Der wilde Prinz, der noch nie ein Schloss von innen gesehen hatte, und der Bauernsohn, der angeblich die Wiedergeburt eines alten Generals war. Als Logan sich Mareks Rebellen anschloss, war er nur ein magerer Junge. Aber er fiel auf die Knie und schwor, er würde Ferelden befreien oder bei dem Versuch sterben. Das klingt nahezu bewundernd, aber jetzt tötet er Mareks Sohn, also Mareks Sohn, und stiehlt seinen Thron. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ihr meint während der orlesianischen Besatzung.
Ja, Mareks Mutter war die Rebellenkönigin. Durch sie schlug das Herz von Ferelden weiter, obgleich es schon aussah wie tot. Eine Tragödie, dass sie die Intronisation ihres Sohnes nicht mehr miterleben durfte. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landting. Inhalt wird gespeichert. Neuer Codex-Eintrag. Hi ever. Neue Quest. Das Landting. Landting. Eigentlich. Ich würde mal sagen, wir lesen ganz kurz den Codex-Eintrag von Haver. Das ist Aal Eamon Garin. Der interessiert uns weniger. Was uns viel mehr interessiert ist, High Ever, ganz genau. Schloss High Ever steht seit dem göttlichen Zeitalter, als es kein unabhängiges Bannon war, sondern lediglich eine Art Außenposten des wachsenden Bannons Amaranthine, in den Tagen, bevor Amaranthine selbst ein Aaltum wurde. Der Außenposten High Ever wurde ursprünglich von der Familie Elstern beherrscht, während der Verwandten der Haus, aber im Zeitalter der Türme wurde Ben Conobar Elstern von seiner Frau Flemeth ermordet, wodurch die Blutlinie erlosch. Conobars Hauptmann der Wache, Sarim Kusland, übernahm die Ländereien und Titel. Die Kuslands erklärten ihre Unabhängigkeit von Amaranthine, was zu einem 30-jährigen Krieg führte. Als wieder Ruhe einkehrte, war High Ever unabhängig und im Besitz der Hälfte der Ländereien. Tut mir leid, ich hab gerade irgendwie Schwierigkeiten, das vorzulesen. Mir ist irgendwie warm. Als wieder Ruhe einkehrte, war High Ever unabhängig und im Besitz der Hälfte der Ländereien, die vormals den Südwesten von Amaranthine gebildet hatten. Im Schwarzen Zeitalter wurde High Ever ein Tyrner. Haelia Kusland oder Haelia Kusland hatte die Lords unter ihrem Banner versammelt, um die Werwölfe aus dem Land zu verjagen, und der Titel Tainer wurde ihr praktisch nebenbei verliehen. Heute ist High Ever eines von lediglich zwei verbleibenden Tyrners. Tyrners? Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Womit die Familie Kusland einzig dem König untersteht. Aal Howl von Amaranthine wurde unter fragwürdigen Umständen zum neuen Tyrn von High Ever ernannt und das Schicksal der Familie Kusland ist derzeit ungewiss. Aus Ferelden, Folklore und Geschichte von Schwester Petrine, Skolarin der Kirche, und ich habe so ein bisschen Reue, dass ich nicht als Kusland gestartet bin, also als menschliche Adlige, weil immer wenn ich von High Ever höre oder sowas hier im Spiel, während wir Magier sind, dann habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen. Das könnte daran liegen, dass ich bisher immer als menschlicher Adliger gespielt habe. Und wie es aussieht, ist das Anwesen des Aals unser neues Hauptquartier geworden, denn hier können wir mit Shale reden. Alles hier drin scheint zerbrechlich zu sein. Das ist äußerst unpraktisch. Ja, er kann sich nirgendwo hinsetzen. Oder sie kann sich nirgendwo hinsetzen. Oh, ihr seid also noch da. Ich habe einige Fragen. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Ihr scheint die Menschen nicht besonders zu mögen. Das ist wahr. Das tue ich nicht. Ich habe allerdings kein Interesse, dieses Thema weiter zu vertiefen. Es kann mich ja ein andermal fragen. Wenn es dann fertig wäre, unsinnige Fragen zu stellen, könnten wir uns ja ein paar Menschen suchen, die wir von einer Klippe werfen können. Oder etwas in der Art. Sowas in der Art habe ich schon im Hinterkopf geplant. Das hat allerdings nichts mit Klippen zu tun und weniger mit Menschen. Aber ich frage mich gerade, warum Shale uns wieder S nennt. Waren wir nicht mal so weit, dass Shale uns schon R genannt hat? Nigella, du scheinst mir eine elfische Zofe zu sein. Entschuldigt mich, ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Ich habe hier nur wenige Elfen gesehen. Der Kämmerer mag uns nicht. Hätte Lady Isolde mich letztes Jahr nicht selbst aus Redcliffe hergebracht, hätte ich hier nie eine Stelle bekommen.
Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Wer mag sie nicht, der Kämmerer, der... Das klang nicht nach Aal, sondern nach irgendeinem anderen. Vielleicht, weiß ich nicht. Mein Buch. Das Bannon. Die Rolle des Bannon in der Politik von Ferelden. Das Bannon. Das zentral gelegene Tal von Ferelden war schon immer ein Paradox. Kein Band bezieht für sich betrachtet mehr als ein paar Dutzend Quadratmeilen Ackerland, aber zusammen untersteht ihnen ein größeres Gebiet als das sämtlicher Turns und Aals zusammen. Diese Ansammlung unabhängiger Bands ist bekannt als Bannon und bildet das Herz der Politik von Ferelden. Niemand saß je auf dem Thron von Ferelden ohne die vorherige Zustimmung des Bannon. Königin Fionn oder Fione, Fionn wahrscheinlich, die das Pech hatte, den Thron im 18. Jahr des Zeitalters des Stahls zu besteigen, schrieb über das Bannon: Allein in diesem Jahr wurden 3 Kriege wegen missglückter Heiratsplanung ausgetragen, dazu 5 wegen Wolle und einer wegen eines Apfelbaums. Dabei ist noch nicht mal Winter. Es ist zu glauben, dass dieselben Bands, die sich jetzt fortwährend umbringen wollen, mir erst letztes Jahr gütlich vereint die Krone zugesprochen haben. Das ist ja interessant. Aus Ferelden, Folklore und Geschichte von Schwester Petrine, Scholarin der Kirche. Adlige handeln sehr, sehr komisch. Ach, Barksporn, du bist der Einzige, der hier nicht irgendwie komisch ist. Er bellt glücklich und wedelt mit dem Schwanz, fast so, als er bei uns gehört hätte. Stan, du bist hier bestimmt auch nicht besonders glücklich, oder? Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Was ist euer Begehr, Kadan? Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Findet ihr Ferelden sehr merkwürdig? Das ist noch milde ausgedrückt. Hier hat niemand seinen Platz. Eure Bauern wollen Händler sein. Die Händler träumen von einem Leben als Adlige. Und die Adligen werden Krieger. Ja. Niemand ist mit dem zufrieden, was er ist. Wir haben das Gespräch schon mal geführt. Also gut. Ich wollte mit euch über etwas sprechen, das ihr erwähnt gut. habt. Gut. Sprecht. Das genug war es. Er hat keine Gesprächsoptionen mehr. Ich habe mir jetzt erstmal gedacht, wir reden erstmal mit allen Gruppenmitgliedern, die wir hier so versammelt haben. Buch, Parvolen, der besetzte Norden. Ein Bericht über die Eroberung Parvolens der Kunari. Im 30. Jahr des Zeitalters des Stahls wurden die ersten Schiffe der Kunari vor der Küste von Parvolen gesichtet, weit im Norden. Da soll jetzt aber keiner denken, dass nur weil da steht weit im Norden, es eine Eiswüste ist oder sowas, sondern das ist im Äquator. Ferelden ist im südlichen Teil des Äquators, wir sind fast am Südpol. Parvolen ist, glaube ich, so im Äquator, das heißt, es ist ein Dschungel. Historisch als erster Kunari-Krieg bezeichnet, war es vielmehr ein recht einseitiges Blutbad, in dessen Verlauf die Kunari weit ins Landesinnere vordrangen. Ein Krieger der Kunari in ihren glitzernden Rüstungen aus Stahl pflügten mühelos durch ganze Armeen. Sie hatten Kanonen, wie sie unsere Vorfahren noch nie gesehen hatten, die Stadtmauern binnen Sekunden in Geröll verwandelten. Die Geschichten über die Besatzung der Besetzung durch die Kunari sind sehr unterschiedlich. Es heißt, sie hätten Familien getrennt und Gefangene in sogenannte Ausbildungsstätten geschickt, wo ihre Religion vermittelt wurde. Wer sie nicht annehmen wollte, verschwand in Minen oder Baustellen. Doch für jeden Bericht voller Leid gibt es auch eine Überleuchtung durch etwas, das Kun genannt wird. Das ist die Religion von denen. Also Religion in Anführungszeichen, das ist etwas mehr als nur eine Religion, es ist so eine Art Lebensart. Es handelt sich dabei entweder um einen philosophischen Ansatz oder um ein niedergeschriebenes Regelwerk, vielleicht auch beides, das alle Lebensaspekte der Kunari bestimmt. Ein konvertierter Seherona sagte, er habe Mitleid mit allen, die das Kun nicht annehmen, als hätten die Obere ihn zu einer Art Selbsterkenntnis geführt. Mein ganzes Leben lang war ich dem Erbauer gefolgt, wohin sein Weg mich auch geführt hatte, so schrieb er. Aber mit dem Kun gehe ich nun meinen eigenen Weg. Man sagt, ein Volk könne man viel besser mit einem Buch auslöschen als mit einer Klinge. Zum Glück beugt sich ein Volk, das viel Verderbnis überstanden hat, nicht ohne weiteres einem fremden Aggressor. Und so begannen die erhabenen Märsche.
Der größte Vorteil der von der Kirche angeführten Streitkräfte war der Zirkel der Magi. Trotz all ihrer Technik hatten die Punari augenscheinlich eine große Abneigung gegenüber der Magie. Die Kirche antwortete auf Kanonen mit Blitzen und Feuerbällen. Kluge Taktik. Die Armeen der Punari waren kleiner als die der Menschen. Bei Manas Pell gab es auf beiden Seiten so hohe Verluste, dass der Schleier dauerhaft Schaden erlitt und dort nach heute ruhelose Leichen die Ruinen durchstreifen. Mit jedem Jahr trieb die Kirche die Kunari ein Stück weiter zurück, doch es erwies sich als schwierig, die zum Kuhn Konvertierten später wieder auf Andrastes Lehren einzuschwören. Am Ende des Sturmzeitalters waren die Kunari endgültig vertrieben. Rivain blieb das einzige Menschenland, das die Religion der Kunari auch nach der Befreiung beibehielt, und seine Herrscher handelten einen Friedensvertrag aus. Die meisten Länder unterzeichneten das Abkommen von Lomerin oder so, mit Ausnahme von Tevinter. Es ist ein brüchiger Frieden, der allerdings bis heute gehalten hat. Aus die erhabenen Märsche eine Untersuchung der Kriege der Kirche von Schwester Petrine, und wir wissen, dass der Frieden so brüchig ist, dass die Kunari eigentlich sagen, dieser Friedensvertrag, der ist einfach nur eine Förmlichkeit, wie ein Vasieren trotzdem irgendwann mag. Morrigan hat vielleicht irgendwas zu sagen? Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Was liegt an, ist aber sehr untypisch für sie. Ich möchte euch etwas fragen, liebliche Morrigan. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ja, ich steck wirklich voller Fragen. Könnt ihr anderen beibringen, sich zu verwandeln? Möglicherweise, wenn ich es wollte. Will ich aber nicht. Dann solltet ihr den Wunsch danach irgendwo finden. Ich hätte wissen müssen, dass ihr ein selbstsüchtiges Weibstück seid. Wie ihr wünscht, na gut, mir ist es gleich, ob sie uns das beibringt oder nicht. Formwandlerfähigkeiten sind eigentlich absoluter Unsinn. Gut, sonst können wir nichts mit ihr besprechen. Wir sind auch schon bei der 20-Minuten-Marke. Ich sehe mich nochmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier nochmal was. Hier ist so eine Truhe, aber die können wir natürlich nicht aufmachen. Das ist etwas unvorteilhaft. Schade. Ich wünschte, wir wären Liliana oder hätten Liliana dabei. Was haben wir hier hinten? Da ist Aal Eamons Büro, glaube ich. Und hier ist nichts. Ah, Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Eigentlich hatte ich auf Seidenlaken und kandierte Trauben gehofft. Wer ist das? Eine Elfe. Ja, alles wunderbar. Gut, seien wir mal ein bisschen schnöselig. Eigentlich hatte ich auf Seidenlaken und kandierte Trauben gehofft. Warum stellen wir nicht erst sicher, dass Logan uns nicht alle hinrichten lässt und kümmern uns danach um die Siegesfeier? Das ist Alina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Sie arbeitet für Logans Tochter. Sie ist eine Spionin. Rasch redet, sonst kehrt ihr in Stücken zu Logan zurück. Warum sollte Anora uns um Hilfe bitten? Ja, ich bin da etwas misstrauisch. Ich bin da wirklich etwas misstrauisch. Sie könnte tatsächlich nicht Spionin sein. Und ich glaube, wir bedrohen sie einfach mal. Ich bin da etwas misstrauisch. Denn Anora... Na, Moment mal. Wenn wir zurückdenken an die Cutscenes, die Zwischensequenzen zwischen Anora und Logan, dann waren die nicht unbedingt immer derselben Meinung. Fragen wir erstmal, warum sollte Anora uns um Hilfe bitten? Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihrem Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Ja, und wie sollen wir dabei helfen, wenn sie beunruhigt ist? Wir können ja nichts machen. Heißt das, die Königin glaubt, dass Logan Kaelin getötet hat? Und sie hat zumindest einen Verdacht, würde ich sagen. Sie verbündet sich also lieber mit uns, als mit dem Mörder ihres Gatten. Meine Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr.
aber Logan ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randon Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Earl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Ein Erfolg war es wohl nicht gerade, sonst wäre sie nicht zu uns gekommen. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Und das soll Logan zulassen, oder was? König Kaelin war wie ein Sohn für ihn. Dennoch hat Logan ihn sterben lassen. Liebt er Enora mehr? Wer weiß das schon? Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Earl Eamon daran schuld wäre. Ich traue der Sache nicht. Logan würde sowas nie zulassen. Würde Logan seine eigene Tochter töten, um Eamon etwas anzuhängen? Nenn mir einen guten Grund, diese verrückte Geschichte zu glauben. Ihr wollt nicht, dass Logan über Ferelden herrscht. Und wenn Enora beim Lanting spricht, hätte das bei vielen Adligen großes Gewicht. Wir haben wohl keine Wahl und müssen Enora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Logan mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Wir müssten seinen Komplott gegen Enora den Adligen mitteilen. Warum sollten wir ihr vertrauen? Das Ganze könnte eine Falle sein und es stinkt gewaltig nach einer Falle. Ich fürchte, wenn es eine ist, sind wir bereits darin gefangen. Sie können Enora töten und uns beschuldigen, ob wir nun aktiv werden oder nicht. Nur wenige glauben eher uns als Logan. Wir können uns nur wehren, wenn die Königin in unserer Hand ist. Was schlagt ihr also vor? Ich habe einige Uniformen. Earl Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Moment, ich habe noch gar nicht zugestimmt. Dragon-Age-Server sind derzeit nicht erreichbar. Was soll diese blöde Meldung immer? Quest aktualisiert. Ernsthaft. Hier ist noch eine Tür. Hier ist, interessant, eine Schlafkammer. Wahrscheinlich die von Earl Howe selber. Und hier ist noch ein Buch und da ist Alistair. Reden wir erstmal mit Alistair. Die hat ja bestimmt einiges zu sagen. Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Und zwar... Erzählt mir von den Grauen Wächtern. In ihrem jetzigen Zustand? Wo sind von hier aus die nächsten Grauen Wächter? Gute Frage. In Orlais gibt es viele, aber wer weiß schon, wo genau sie zu finden sind. Die nächste orlesianische Stadt ist Wochen entfernt. Im Norden, jenseits des Meeres, liegen die freien Marschen. Da müsste es welche geben, aber ich weiß wiederum nicht, wo genau. Ich weiß eigentlich gar nichts über Graue Wächter in anderen Ländern. Mich wundert gerade, dass er uns nicht anschreit, dass wir ihn zum König machen wollen und er das gar nicht will, weil er doch eigentlich in den früheren Gesprächen immer gesagt hat, er würde Verantwortung hassen und er hat schon gehasst, dass ihn jeder als Adliger bezeichnet hat, obwohl er gar keiner war oder zumindest hinter seinem Rücken so getan hat, als ob also ihn immer behütet war, eben weil er der Sohn des Königs ist, der Bastardsohn, aber naja. Also es wundert mich jetzt ein bisschen, dass der uns nicht anschreit, sondern ganz ruhig unsere Fragen über Graue Wächter beantwortet und auch sonst keine Gesprächsoptionen deswegen hat. Gibt es irgendwo ein Hauptquartier? Hier in Ferelden ist das unser Gelände in Denerim, beim Palast. Aber darüber hat Logan jetzt die Kontrolle. Und er lässt es sicherlich auch beobachten. Daneben gibt es nur noch die Feste von Weißhaupt. Das ist das Hauptquartier aller Grauen Wächter von Anderfels. Es ist 1000 Meilen entfernt und ich weiß nicht mal, wie ich Kontakt aufnehmen könnte. Wenn wir also nicht nach Denerim zurück wollen, lautet die Antwort nein. Es gibt keinen Ort, wo wir hin könnten. Ich habe Neuigkeiten für dich. Wir sind in Denerim. Ich habe keine Fragen mehr. Nur zu. Ja, vergesst es. Ich würde sagen, wir lesen noch kurz das Buch hier, Meditation und Oden an die Bienen. Ein Bienensonett.
O hübsche Fräulein des Gartens, Alessa von Gleisbad, Geisblatt und Rosen, verzeiht, dass ich, müde des Wartens, euch hier bedränge, voll Tosen. Euer Werk ist viel zu wichtig, als dass einer wie ich es stört. Es steht mir nicht zu, das ist richtig, dass mich eine Honigbiene erhört. Ich war ein Narr, diese Blumen zu pflücken, auch wenn's für meine Herzensdame war. Binnen Stundenfrist werde ich mit anderen euch beglücken, doch nur, wenn ihr mich lasst, ganz klar. Hör zu, o Wanderer, wenn du durchschreitest im Frühling die Gärten, gib Acht, denn die stechenden Gärtner könnten dies als Angriff werten. Anonymous. Das ist ja interessant. Was ein unsinniger Text. Sollte das jetzt witzig sein oder keine Ahnung. Hey, Zofe. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt und jetzt ist das Haus voller Gäste. Andraste schütze uns, das wird mein Untergang. Naja, ihr habt aber ganz komische Probleme. Suchen wir nochmal unsere anderen Gefährten. Die müssen ja irgendwo sein. Ah, Sefran, altes Haus. Wie geht's dir denn? Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Was sagt ihr? Würdet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Gewiss. Und zwar... Nö, lass uns einfach weitergehen. Ich habe momentan keine Lust, weiter mit dem zu reden. Auch wenn der ganz lustige Gesprächsoptionen hat. Liliana! Mal was anderes, als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Das ist schon richtig. Wisst ihr etwas über diesen Ort? Denerim ist die wichtigste Stadt von Ferelden, nicht wahr? Es ist der Sitz der Macht, das Juwel der Königskrone. Es ist das Herz von Ferelden. Seine Mauern sind stark und umschließen große Schönheit. Schön wie das ganze Land und sein Volk. Das hat sie aber schön ausgedrückt, aber ich glaube da nicht so ganz dran. Das fereldische Volk gilt nicht gerade als schön, sondern eher als stinkend und bäuerlich. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich möchte mit euch über etwas reden. Was habt ihr auf dem Herzen? Vermisst ihr Orlais auf irgendeine Weise? Ich vermisse Val-Royaux. Andere Städte beziehen ihr Leben und ihren Charakter durch die Einwohner, aber Val-Royaux war selbst eine Person, ihre Bevölkerung kaum mehr als Dekoration. Es gab immer Musik in Val-Royaux. Sie drang aus den vielen Fenstern, stille Weisen neben Triumphgesängen. Und über all dem schwebte stets der Gesang von der großen Kathedrale. Es war großartig. Klingt irgendwie wunderbar. Denerim ist genauso großartig. Nein. Klingt wunderbar. Irgendwie schon. Klingt eigentlich ganz schön. Ich würde Tage brauchen, die zahlreichen Schönheiten von Orlais zu beschreiben. Die goldenen Felder, die satten Wiesen. Natürlich hat Orlais Vor- und Nachteile, wie jeder andere Ort auch. Manchmal vermisse ich es sehr. Und dann wieder bin ich froh, nicht mehr dort zu sein. Ihr werdet darüber lachen, aber ich vermisse die schönen Sachen, die ich in Orlais hatte. Was denn für Sachen? Kleider. Prächtige Kleider und Pelze. Und Schuhe natürlich. Unter Adligen sind minderwertige Schuhe nämlich verpönt. Orlais ist so modebewusst. Es ist fast schon lächerlich. Ah, aber die Schuhe. Die Schuhe waren all den anderen albernen Tand wert. Ich sag doch, Orlais ist Frankreich. Gilt ja auch immer als sehr modebewusst. In Denerim gibt es auch schöne Schuhe. Oh, ich liebe Schuhe. Nein, mir sind Schuhe eigentlich vollkommen egal. Schuhe sind da zum Anziehen und drin zum Laufen. Die müssen nicht schön aussehen. Schuhe sind nur dazu da, die Füße trocken zu halten. Ja, schon, durchaus. Aber das ist nicht alles. Wenn ihr eine schöne Frau in einem prächtigen Kleid seht, sollte sie beim Tanzen doch zierliche Schüchen tragen, keine klobigen Stiefel. Ich würde denken, toll, endlich mal eine Frau mit Verstand, wenn sie keine Schüchen tragen würde. Wenn sie andere Werte hat, würde ich nicht auf ihre Füße schauen. Ich sehe da keinen Unterschied. Eine schöne Frau ist immer schön, wie ihr auch. Ach komm, seien wir mal ein bisschen blöd. Also, flirten wir mal ein bisschen mit der. Danke. Es ist nett, dass ihr das sagt, auch wenn ihr diese schlammbespritzten Monster tragt. Es sind robuste Schuhe
Aber manchmal möchte ein Mädchen, dass ihre Füße hübsch aussehen. Ach, ich könnte mich den ganzen Tag über Schuhe unterhalten. Aber auf uns wartet noch Arbeit, nicht wahr? Oder die gerade rot? Das sieht irgendwie so aus, als ob sie rosa angelaufen wäre. Wer ist denn Denuel? Ja, doch Denuel. Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Nein, ich brauche mehr Seidentücher. Die Freien Marschen liegen im Norden von Ferelden. Die Freien Marschen sind kein Königreich, ja nicht mal ein Land, nicht einmal ein Land im klassischen Sinne. Die Leute dort lassen sich auch nur ungern mit dem Wort Marschenbewohner zusammenfassen. Es handelt sich vielmehr um eine Ansammlung unabhängiger Stadtstaaten, die sich nur zusammentun, wenn es ihnen beliebt. Ähnlich wie das Benorn vor der Ankunft von König Caelan hat. Aus diesem Grund haben die Freien Marschen auch keine Hauptstadt und eine gemeinsame Regierung existiert nur sporadisch. Ähnlich wie ein Landting in Krisenzeiten. Ich kam gerade rechtzeitig zum großen Tornei in Tantavale an. Ein wirklich imposanter Anblick. Raue Gesellen der Avar maßen sich mit Chevalier aus Orlais, Reiter aus Underfels, kauften Kavalleriepferde aus Nevaja, Handwerker aus Antiva, boten ihre Waren Magiern aus dem Winterfeil. Ganz Tedas war da. Die Freien Marschen klingen wie das antike Griechenland, das ja auch eher aus Stadtstaaten bestand. Oder, um mal europäisch zu bleiben, weil Tedas scheint mir irgendwie sehr von Europa inspiriert zu sein, wie die Herzogtümer im Deutschen Reich früher. Also, als es noch nicht das Deutsche Reich war, es waren ja erst lauter Herzogtümer. Wenn so viele Besucher, so viele Nachttöpfe auszuleeren. Oh, wenn sie noch mehr Dreck reinschleppen, wird es einen Monat dauern, das alles wieder sauber zu machen. Ein Liebesbrief. Codex aktualisiert. Wenn ich jetzt geschichtlich nicht vollkommen falsch liege, dann waren es erst einzelne Herzogtümer in Deutschland und dann wurde es das Deutsche Reich. Nein, dann wurde es Preußen und noch irgendwas anderes. Also Preußen hat die ganzen anderen Herzogtümer vereint, nach und nach. Und dann wurde daraus irgendwann das Deutsche Reich. Oder die Weimarer Republik. Deutsches Reich, dann Weimarer Republik. Ich glaube erst Deutsches Reich und dann Weimarer Republik. Und dann wieder das Deutsche Reich. Ach ja, das wurde das Deutsche Kaiserreich. Dann die Weimarer Republik. Dann das Deutsche Reich und dann Bundesrepublik Deutschland und ja, den Rest kennen wir. Eine Sammlung peinlicher persönlicher Briefe, die kennen wir schon. Wahres Tiefstein, alte Rasse, Größe. Die Unterschiede, die anderen ins Auge fallen, sind mir einerlei. Aber dass euer Helm zu meiner Tunika passte, das kennen wir auch schon. Eine delikate Angelegenheit. Das kennen wir auch schon. Meine Elfenwurzel. Der Kräuterkönige schlägt, das kennen wir auch schon, Donogan, unter Todesandrohungen seist du hiermit gewarnt. Mein Vater hat deine bisherigen Briefe gefunden und wacht jetzt neben mir, während ich dir schreibe, dass unsere Verbindung zu Ende ist. Wir müssen keusch bleiben, Patricia. Okay, jetzt haben wir noch knapp 2 Minuten übrig für diese Folge. Ich habe weniger getan, als ich geplant hatte. Wir könnten eventuell noch mit Win reden, wenn wir so finden. Oder Ogren ist auch in Ordnung. Für euch nehme ich mir die Zeit. Hat's geschmeckt? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Vermisst ihr Orsama? Was? Ob ich Orsama vermisse? Ihr seid nicht nur hässlich, sondern auch verrückt. Ich wurde dort wie eine Schmeißfliege behandelt. Ich werde niemals zurückkehren. Na gut, dann lass uns über etwas anderes sprechen. In Ordnung. Wir unterhalten uns später weiter. Also gut. Fragen wir ihn nochmal, das war ja relativ kurz. Für euch nehme ich mir die Zeit. Worüber genau? Wie ist es, ein Krieger in Orsama zu sein? Man bekommt ein Schwert oder eine Axt und wird dann losgeschickt und soll seine Stadt verteidigen. Alles ist perfekt, bis man versucht, in der Stadt zu leben, die man gerettet hat. Auf mich hat die Stadt wie ein netter Ort zum Leben gewirkt. Das
Stimmt eigentlich so gar nicht. Die war grauenvoll mit ihrer Kastengesellschaft. Das wäre nichts für mich. Was meint ihr denn damit? Ich meine, dass sie einen zum Töten ausbilden und einem beibringen, beim kleinsten Geräusch in Raserei zu verfallen. Und dann kommen sie mit lauter verdammten Regeln. Wie diese Tornais. Die Ahnen erweisen dem mit dem stärksten Arm ihre Gunst, richtig? Was sollen dann diese ganzen Regeln, wie man zu kämpfen hat und dass man seinen Gegner am Leben lassen soll? Schwerter sind zum Töten gedacht. Es zeichnet einen wahren Krieger aus, dass er kämpfen kann, ohne zu töten. Das klingt total dämlich. Ich verstehe, was ihr meint. Wenn ich dazu ausgebildet werden würde, zu töten, und dann soll ich einen Tornai kämpfen, um nicht zu töten, dann hätte ich auch Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Warum haben sie euch dann keine stumpfen Waffen gegeben? Auch mit stumpfen Waffen kann man töten, Wächter. Nun ja, ihr vermutlich nicht. Ach, das verdirbt mir die Laune. Habt ihr noch mehr dumme Fragen? Nö, eigentlich in Ordnung. Ei. Das war jetzt weniger so wie geplant. Wir müssen mal mit ihm... Schafft endlich mal jemand die Katzen raus? Was denn für Katzen? Ein Buch. Festtagsfisch. Ein Rezept für Fisch. Also merken, hier kannst du mal ausprobieren zu kochen. Flockiger Makrelenpudding. Das klingt total eklig. 2 Stauden Sellerie, 1 Gurne Paprika, 1/2 Pfund pochierte Makrele, eine kleine Zwiebel, fein zerhackt, 2 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel gemahlener Antiva-Pfeffer, ein Achtel Teelöffel geriebene Muskatnuss, 1 Prise gemahlener Kardamomsamen, 2 aufgeschlagene Eier, 2 gekochte Eier in Scheiben zum Garnieren. Dieses Buch, gefunden in Al-Imens Anwesen, öffnet sich bei dieser Seite. Naja, das ist bei dieser Seite offen. Ich glaube, da ist der Wackelpudding in Makrelen. Der Makrelen-Wackelpudding, das ist ja ekelhaft. Wer isst denn sowas? Ich sicherlich nicht. Und was hat die Katze jetzt zu suchen? Küchenjunge! Meine Mutter sagt, alle Elfen haben den Tripper. Was ist das für eine Mutter? Doch nicht jede Elfe hat eine Geschlechtskrankheit. Kann jetzt nicht reden, Sir. Sonst zieht Herrin Agatha mir das Fell über die Ohren. Vielleicht sollten wir Herrin Agatha mal in das Feuer werfen. Das Abendessen ist noch nicht fertig, also fragt gar nicht erst. Es wird serviert, wenn es soweit ist. Keinen Moment eher. Und ja, so. Jetzt kusch, raus aus meiner Küche. Erstens fällt mir gerade auf, dass das die einzige dicke Frau ist. Was macht denn die Katze auf dem Tisch? Und zweitens, solange die hier nur vom Feuer steht, anstatt reinzufallen, wird das Abendessen sowieso nie fertig. Also. Ach, da ist ja Win. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Als grauer Wächter kann ich niemals ein normales Leben führen, nicht wahr? Nein, das ist unmöglich. Ihr seid aber direkt. Ich könnte es versuchen, aber es würde nicht funktionieren. Aber ich denke, ich sollte ohnehin niemals normal sein. Stimmt, als Magier sollten wir wohl nie normal sein. Das sehe ich genauso. Ein ereignisloses Leben und ein unbedeutender Tod würden euch wohl kaum glücklich machen. Ihr fragt euch das manchmal, stimmt's? Ob euer Leben nicht besser gewesen wäre, wenn es einen anderen Verlauf genommen hätte. Ja, manchmal tue ich das. Mir wurde als junge Frau im Turm irgendwann klar, dass der Zirkel mein Leben sein und ich nie etwas anderes kennenlernen würde. Familie, Liebe, ein einfaches Leben. Für andere war das selbstverständlich, aber ich würde es niemals haben. Wart ihr deshalb unglücklich? Das Gras ist woanders immer grüner, den Spruch kennen wir, und der ist nicht immer wahr. Zumindest denke ich so nicht, aber manchmal, da denkt man, ja, es wäre schon besser, wenn es anders verlaufen wäre. Aber nicht eben nur, weil das Gras woanders immer grüner ist, sondern weil es tatsächlich so wäre. Da habt ihr wohl nicht allzu viel versäumt. Wart ihr deshalb unglücklich? Meine Stimmung war gedrückt. Mein einziger Gedanke, in dem Turm gefangen zu sein, ohne Ausweg, bis ans Ende meiner Tage. Ich begann, mein Leben zu hassen
Und mich selbst auch. Und eines Nachts landete ich in der Kapelle des Turms. Auf der Suche nach einer Zuflucht. Nach Antworten. Von beidem gibt es in der Kirche nicht gerade viel. Es gibt weder Zuflucht noch Antworten in der Kirche. Oh Mann. Das kann man ja so nicht sagen. Es gibt durchaus Antworten in der Kirche und bestimmt auch Zuflucht, wenn man danach sucht, beziehungsweise wenn man sie akzeptiert. Sie ist nur eben nicht für jeden. Und Liliana würde uns eine scheuern, wenn wir sowas sagen. Habt ihr etwas davon gefunden? Letztlich muss man doch irgendwie mit seinem Leben ins Reine kommen, ja, sonst ist man ja die ganze Zeit nur unglücklich und macht sich selbst Vorwürfe und so zu leben, das wäre ja auch irgendwie doof. Machen aber viele leider. Ich muss traurig gewirkt oder ein Geräusch verursacht haben, denn die ehrwürdige Mutter kam zu mir und begann ein Gespräch. Und weil ich keinen Ansprechpartner hatte, redete ich mit ihr. Vieles davon war sicher großer Unsinn. Sie sagte, der Erbauer wähle den Weg für jeden von uns mit gutem Grund aus. Und das Auflehnen gegen diese Vorherbestimmung sei der Hauptgrund unseres Schmerzes. Ach, von diesem religiösen Geschwätz kann ich nie genug kriegen. Ich dachte, die alte Schachtel hätte nur Matsch im Hirn. Ich war 15 oder 16 und ich wusste alles. Also bin ich gegangen. Aber ich kam immer wieder in die Kapelle zurück. Und mit den Jahren erkannte ich, dass ihre Worte die Wahrheit gewesen waren. Wir hätten das genaue Gegenteil voneinander sein müssen. Magierin und Priesterin. Aber so war es nicht. In vielem waren wir uns sehr ähnlich. Dieser ganze gefühlsduselige Unsinn dreht mir gleich den Magen um. Priesterinnen müssen bestimmt auch sehr viel aufgeben. Das kennen wir von Liliana, das hat sie uns schon bestätigt. Und Alistair musste als Kind auch sehr viel aufgeben, als er in die Kirche gegangen ist. Aber Priesterinnen haben die Wahl, diesen Weg einzuschlagen. Magier eben nicht. Und das ist der Punkt, der Priester von Magiern unterscheidet. Nicht alle Priesterinnen wählen diesen Weg freiwillig. Manche Kinder werden der Fürsorge der Kirche überstellt, wachsen dort auf und werden Anwärter. Die ehrwürdige Mutter hatte ihr ganzes Leben im Schoß der Kirche verbracht, so wie ich das meine im Turm. Sie lehrte mich, die Menschen meines täglichen Umgangs zur Familie zu machen, die Arbeit zu lieben und in der Pflicht Erfüllung zu finden. Auch in der Selbstaufopferung liegt Freude. Wer andere über sich selbst stellt, macht ihr Wohlbefinden zu dem eigenen und empfindet darum auch ihr Glück. Da sagt sie mir jetzt nichts Neues. Ich als Let's Player denke sowieso immer so. Die Zuschauer sind mir sowieso immer wichtig als mein eigenes Glück, kann man nicht sagen, aber sind mir wichtiger als vieles. Sagen wir es so. Würdet ihr mich hassen, wenn ich sagte, ihr hättet nur Matsch im Hirn? Klingt nicht wirklich erstrebenswert. Immer nur Selbstaufopferung ist auch nicht gesund. Nee, immer nur sich selbst aufopfern und nicht für sich selbst zu leben, ist nicht besonders gesund. Irgendwann muss man auch mal an sich selbst denken. Es ist auch nicht erstrebenswert, sich der dunklen Horde entgegenzuwerfen, um die Welt zu retten. Ihr solltet über derlei Dinge besser kein Urteil fällen. Ihr könnt schreien und weinen und fluchen, weil ihr ein grauer Wächter seid. Oder es akzeptieren und das Gute darin sehen. Es ist eure Entscheidung. Also bin ich. Schrei doch nicht, weil ich ein grauer Wächter bin. Ich habe doch nur gesagt, manchmal denke ich mir, es wäre besser, wenn das Leben etwas anders verlaufen wäre. Wie zum Beispiel, wenn wir als Adliger geboren wären und nicht als Magier. Das ist aber ein schönes, die Worte im Mund verdrehen. Alte Schachtel. Und mit diesem kleinen Wutausbruch gegenüber einer alten Frau verabschiede ich mich für diese Folge, die etwas ereignislos war, aber ich habe genau das getan, was ich machen wollte, und zwar mit unseren Gefährten geredet. In der nächsten Folge, da machen wir uns vermutlich an, also machen wir uns daran, wir müssen die Königin retten und wir müssen immer noch Gax Kang erledigen, entfesselt.
Und dann müssen wir noch bei Wade vorbeischauen und uns die Drachenschuppenrüstung holen. Und wir müssen das Gesetz der Gassen machen und einen vermissten Krieger finden. Und wir müssen Faisals Bitte machen und. Das wird alles noch gemacht in den nächsten Folgen, bevor wir die Königin retten. Das verspreche ich. Wir machen erstmal Nebenquests. Und allen voran Gax Kang. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass das in der nächsten Folge passiert. Also bis dahin, tschüss!